Benutzen wir noch mal kurz das Fernglas. Hallo? Geht doch. Teleskop. Was können wir denn damit sehen? Aha. Wow, also nicht schlecht. Bereich verlassen, na klar doch. Fitzroy will Blut sehen. Eins steht jedenfalls fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Da müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden, wieder wen wir töten oder so. Wow! Wer der Start? Moment, Moment. Bin gleich soweit. On Sandwich. Mm. Lecker. Oh. Ich hab Munition. Sehr gut, her damit. Muss ich gar nicht erst nachladen hier. Oh, habe ich sie gleich alle gepackt hier. Das ist leer, leer. Ha, aber hier gibt's nicht viel mehr, ne? Juhu, zwei Lockpicks. Okay. Auch nicht schlecht. Hier sollen wir lang? Na gut. Schauen wir doch mal. Sie sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Das Tor hier ist auch offen. Ja, die sind alle ein bisschen unterlegen hier. Ja, ja, Ausrüstung schon klar. Neues Hemd, Kugelsägen. Erhöht Magazingröße aller Waffen um 50%. Was habe ich denn derzeit? Ich glaube, ich probiere das mal aus. Magazingröße erhöhen. 6 Schuss habe ich jetzt im Magazin. Ja, das ist doch gut. Rockender Bronco. Bin mal gespannt, was es hier für den Tornado-Dings noch für Upgrades gibt. Da will ich hoffen, gibt es noch irgendwie Schaden oder Reichweitenerhöhung oder so. So dass ich auch irgendwie Feinde, wenn sie auf dem Luftschiff, so wie diese Raketenwerfer in der Ebene über mir oder auf dem Luftschiff sind, dass ich mich dann quasi teleportieren kann. Das wäre richtig geil. What the fuck? Ach. Dings, Kräfte werden hier verpackt. Und Waffendinger und sowas wird gebaut. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Ja. Maylin, Mr. Lin, mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du Schlaukopf alles nicht und Schwachkopf. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber hallo? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Augen. Fitzroy, hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ja klar, ich bin sowas wie ein Geist. Mehr oder weniger. Naja. Na, sollen die mich jetzt auch abknallen?
Tötet sie alle! Bam! Nicht mit mir hier! Die kleinen Facker! Metzel ich mich halt durch alle Gegner durch. Okay, dahinter ist schon mal nichts. Wo soll ich denn überhaupt lang? Dadurch, okay. Geld. Oh, noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Heilige Scheiße. Das war ja gar nicht mal so wenig. Ach, die hatte ich schon. Was haben wir da? So, noch eine neue Kraft. Geilo. Uah. What the fuck? Press to wash away your enemies. Cool. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Okay. Nee, das macht sie erst gleich. Nachher wird da noch irgendwas so eventmäßig was ausgelöst. Deswegen erstmal hier der Verkaufsautomat. Aber ich brauche nichts. Na gut. Ah, da ist ja noch einer, ne? Sehr gut. So. Was haben wir denn hier? Eines kann ich mir kaufen. Eventuell sogar zwei, wenn ich Krähen boost. Guck ich mal. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähen fallen werden. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Verringert die Menge an Salzen, die nötig sind, um Beherrschung zu nutzen. Erhöht die Dauer von Betäubung. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Oh ja, das wird sowas von gekauft. Sowas von. Das heißt, wenn mein Schild weg ist, setze ich das kurz ein, habe ich mein Schild wieder voll und bin kurzzeitig unverwundbar. Quasi. Das ist ja mal richtig geil. So, was haben wir hier noch? Aha. Nachladetempo des Revolvers. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr. Schaden. Ich guck gerade mal. Scharfschützengewehr. Schadensboost 2. Geil. Sehr gut. Okay, es gibt also neue. Jetzt habe ich nur derzeit kein Geld, weil ich gerade das für Dings ausgegeben habe, was ich jetzt auch gleich mal ausrüsten werde. Aber erstmal will ich Sog ausprobieren. Cool. Hilf mir mal mit dem Schloss. Kümmern du dich mal darum. Ich höre mir in der Zwischenzeit hier das auch so. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Was zur Hölle ist das? Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Er baut den Turm derzeit? Was? Was für ein Turm? Kann es sein, dass das auch eine Zeitreise ist oder so? Oh, ja, Moment, bin gleich da. Augenblick, Augenblick. Ach, verdammt, ja, bin ja schon da. Hui! Okay. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Wo? Oh. Fireman! Ah,
Ah, erstmal weg da ein bisschen. Scheiße, das ging daneben. Achso, ups. Wow, dieser kleine Motherfucker, komm her, Spasti. So, noch hier kurz gucken, nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Achso. Was wollte der Vogel denn? Alter. Ach, da oben ist der kleine Pisser. Oh, scheiße. Platsch. Der ist tot. Verpiss dich. Der war gut. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Wo? Wo? Okay. Uiuiuiui. Verpiss dich, du Würstchen. Okay. Ach, der wirft mit Leichen, genau. Tschüss. So, Würstchen. Uiuiuiui. Knapp. Was haben wir hier? Neue. Oh, erste Hosen. Geisterpose. Beim Töten mit einer Krähenfalle. Kräftefalle. Besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe ihres Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Geilo. Okay. Anlegen. Hört mal auf zu nerven, ihr Würstchen. Hör damit. Sehr gut. So, Ruhe. Ah, ist das nicht schön. Aha. Okay, Tesla-Falle, was auch immer die macht. Oder das Tesla-Ding da. Habe ich überhaupt Schaden eben genommen? Na egal. Achso, Rückkehrer, nee. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön bleiben. Okay, ich überlege gerade, was mir das bringt, aber hier scheinbar gar nichts. Und hier scheinbar auch nichts. Ich kann hier oben noch hoch. Hopp. Okay, da ist ein Riss. Mit dem ich momentan noch nichts machen kann. Gut, das bringt mir, glaube ich, nichts da drüben rauf, ne? Nee.